Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Police Simulator. Ja, wir gehen jetzt mal rein nach Baytown. Schön nachts mit dem Fahrzeug. So, mal einmal laden lassen. Da ist er. Wieder heile. Endlich wieder heile. So ist ja jetzt kein roter Bereich, das heißt nicht so viel los. Ach mal. Ein Weg. Gucken, ob man trotzdem irgendwas reinkriegt. Was? Ein Stopp? Oh nee. Oh, hör auf. Schon wieder minus zwei. Oha, schwere Körperverletzung. Da kann ich mit Sirenen mal rumballern. Wie weit? Wie weit? 300? Okay. Ja, zieh rüber. So wie letztes Mal. Und dann zack, weg bin ich. Dann bin ich aber. Ja. Läuft. Alles unter Kontrolle. Profifahrer. Schwere Körperverletzung. Jetzt sind es noch 500? Bin ich jetzt nicht. Ach, wegen den ganzen Einbahnstraßen hier. Ja, sauber. Aus dem Weg, aus dem Weg. Na, der slidet nicht richtig. So, alles gut, ich bin da. Ich bin am Tatort der Körperverletzung angekommen. So. Einmal RTW erstmal. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Und hier auch nochmal. Noch eine? Nee. Aber hier ist ein Fahrzeug. Das nehme ich nochmal eben schnell mit, ne? Zack, zack, keine Haltestelle. Kannst ja so nicht parken hier. Das funktioniert nicht. Ich habe und zack, hier ein abschleppen Auto, das lassen. Abgeschleppt werden muss. Weiter Können geht's. Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ja. Was haben Sie gesehen? Was gibt's? Es war jemand hellhäutig. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern Ihren uns Ausweis von 24 bitte. Stunden drum. Ja, natürlich. Bitte schön. Kater. Oh, jetzt habe ich so schnell konnte ich das jetzt nicht sehen. Muss ich mal eben kurz überprüfen, ob sein Ausweis ist abgelaufen. Ist abgelaufen, dafür bekommst du jetzt, weißt du, weil du nett warst, ja? Weil du uns das gesagt hast. Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung ja, belassen. Mündliche Verwarnung, oh, passt. Danke. Alles in Ordnung. So, einmal, Sagen Sie mir, was ich hoffe, Sie die kennt haben. Die Person. Ich kenne die Person sogar, Officer. Ja. Okay, was ist passiert? Können wir doch loslegen, das ist doch schon mal ich richtig nice. Schmerz. Oder doch nicht? Einmal den Ausweis bitte. Okay, super. Sie müssen zum Krankenhaus. Ich übernehme Sie. Ich sehe mich jetzt Ach nach doch. Der gesuchten Person. Sie alleine gehen? Was hat die denn um? Ja, das geht. Ich gehe zum Krankenwagen. Okay, ist noch gültig? Kannst du wieder haben? Ich überprüfe das mal eben ganz kurz. Oh, alles gut, alles gut. Kannst du. Sie können weiter. Ja, ich bin gerade mit einer anderen Angelegenheit beschäftigt. So, du auch, ne? Du kannst Sie auch weiterlaufen. Weiterfahren. Weiterfahren. Nee, fahr weiter, komm. Bitte einmal weiterfahren. Wunderbar. So, Krankenwagen ist am Start, alles gut. 100. Ja, guck mal, da kann ich hier bleiben. So, da hat die was Schwarzes an. Das ist sie nicht. Das könnte sie sein, aber die hat nichts im Gesicht, ne? Alarm. Diesmal nicht die richtige Waffe ausrüsten. Halt! Polizei! So. Das war's. Ausweis. Ihren Ausweis bitte.
Hier ist der Officer. Hoffe ich. Sie hat aufgerissene Hände, das heißt, Körperverletzung ist da. Ausweis ist noch gültig. Bitte schön, kannst du wieder haben. So, was haben wir denn nochmal? Handschellen, Tatort und schwere ich Körperverletzung. Muss sie festnehmen. Wegen Körperverletzung. Wegen schwerer Bitte, Körperverletzung. Nein. So, und dann einmal nochmal abtasten. Eine Handfeuerwaffe, natürlich. Einmal durchsuchen. Ja, die Schokolade, ne? Ich wusste es doch. Das ich sind alles Kriminelle. Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Erledigt. Verstanden. Wunderbar. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Nice. 198. Jawoll. 5, 3. Keine illegalen Gegenstände gefunden. Das stimmt nicht. Die Handfeuerwaffe. Obwohl, wenn sie einen Waffenschein hat, ist alles in Ordnung. Der RTW ist ja immer noch da. Achso, der kommt nicht weg, weil ich hier noch stehe, oder was? Alles gut, mein Freund. Kannst weiterfahren, ne? Ich fahre jetzt auch weiter. Ne, ich kann nicht weiterfahren. Ah, Mist. Ist rot. Na, traust dich nicht näher? Hm. Da kann ich jetzt mal gleich mal ausprobieren. Mit dem Anhalten, ob das funktioniert. Wenn jetzt nicht irgendwas Wichtiges reinkommt. So. Vor dir konnte einen ordnungsgemäßen Stellplatz finden. Ja, hoffentlich. Bin mal gespannt, wo. Er wird wahrscheinlich jetzt wieder erstmal kilometerweit fahren. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist der denn? Das ist der Doc. Der vom RTW. Hallo, du müsstest dann die Leute mal ins Krankenhaus bringen, ne? Das wäre eine Idee, oder? Aber er hat ein Ziel, ne? Lässt sich auch nicht stören. Gut, mach wie du meinst, ne? Du bist der RTW-Fahrer. Verkehr, was ist denn jetzt los? Ach, rechtmäßiges Anhalten, jawohl. Er hat angehalten, das ist doch schon mal sehr schön. Da vorne hältst du an. Oder ist das jetzt schon wieder aus? Weil ich zu weit weg war. Das muss ich jetzt mal einmal überprüfen. Hast du Fenster runter? Nein. Okay. Dann zählt das wieder nicht, weil ich mich zu weit entfernt habe. Bitte, bitte. Einmal rechts ranfahren, bitte. Ja, das ist doch schön. Bisschen weiter noch, dass ich auch rein kann, ne? Sehr schön. Wunderbar. Klasse. So. Parkuhr ziehen. Noch einmal die Mütze auf, ist kalt, ne? Einen wunderschönen. So, ich habe sie festgehalten aufgrund eines zu stark qualmenden Auspuffs. Nö. Okay, weiß ich Bescheid? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. Noch keine Sprache richtig drin, ne? Bei den Auspuff und bei dem zu lauten Motor, glaube ich. Doch, da hatte ich schon was. So, Baker, der ist abgelaufen. Das sieht gut aus. Bitteschön, können Sie erstmal wieder haben. Überprüfe jetzt einmal den Wagen. Lichter gehen. Defekte Scheinwerfer. Ah jo, vorne einen defekten Scheinwerfer auch noch. Wunderbar, ich überprüfe das mal eben. Ja. Ach, jetzt komme ich wieder nicht auf die Person drauf, ne? Warum auch immer. Aha, jetzt geht's wieder. Der ist abgelaufen, kein Haftbefehl. Schade, einmal aussteigen. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Ich teste sie jetzt. Ist mir egal. Bella Italia. Nice. Die hat bei uns geschlossen. Ja. Kann ich mir die jetzt hier immer holen? Nice den Geschichte. Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Shit, das habe ich schon gemacht.
Jetzt hat mich das Schild so abgelenkt. Bitte schön, Officer. Ja, haben sie mir schon gegeben. Können sie wieder haben, bitteschön. Ich wollte ihnen eigentlich die Strafen reindrücken. Einmal für den abgelaufenen Führerschein. Es gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, dann haben wir aber nochmal Fahren. Einmal das hier. Oh, das 300 bis 400. Das hat sich doch gelohnt. Wird sich darum kümmern. Ja, hoffentlich. Und wir haben nämlich nochmal nicht Rücklicht, sondern Scheinwerfer. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der defekten Scheinwerfer aus. Macht bis zu 150 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Da werd nicht frech, jetzt mal noch ein Test, ne? Open every day. Oh, schade. Du hast doch bestimmt was genommen, ne? Flick-Sneaker. Jawoll. Schönes Ding. Jackpot gezogen hier. Das heißt... Ich muss Sie festnehmen wegen des Fahrens unter Cannabis-Einfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Schwere Körperverletzung wieder. Ich übernehme das. Bitte, nein. Ja, da fahren wir sofort hin. Einmal nochmal durchsuchen. Ich müsste den Wagen auch noch durchsuchen. Und das sind 600 Meter, ne? Wenn ich das richtig sehe. Bisschen drüber. Das könnte knapp werden, wenn ich den Wagen noch durchsuche. Ja, okay. Gut, bitteschön, warte. Damit, dass jetzt wirklich alle Türen durchsucht werden können. Ja, schaffe ich nicht. Das muss ich abbrechen. Kann noch so ein bisschen hier vielleicht nochmal in den Kofferraum und dann war's das. Sonst schaffe ich das nicht dahin. Ja, keine Gegenstände. Wunderbar. So, einmal nochmal in den Kofferraum schauen. Ach so, das Nummernschild wurde da befestigt. Deswegen geht das. Oh Mann, geil. So, das war's dann auch schon. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ja, hoffentlich. So, jetzt muss ich schnell dahin. Jetzt muss ich ganz, ganz schnell dahin. Dann schaffe ich das nicht mehr. Oh, oh, das war falsch. Ach, hör auf. Ich hätte umdrehen können einfach. Dann wäre schneller gewesen. Wieso funktioniert eigentlich die Handbremse bei mir nicht? Was ist denn jetzt los? Was hat der denn jetzt für Schmerzen hier? Oh Mann, oh Mann. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss mich beeilen. Der Bonus. Das wird nix. Ui. Ja, da guckst du, ne? Ja, guckst du. Er steht immer noch hier. Ja, er hat den einfach stehen gelassen. Der ist einfach so ins Krankenhaus gefahren. Gelaufen. Nicht gefahren, gelaufen. So scheiß auf die Leute. Oh, mit dem Bonus wird echt knapp 300, 200. Hier rein. Also, der Wagen. Da haben wir es doch. Wo? Hier rein, ne? Nee, hä? Ach, da rein. Moment. Komm mal. Ich bin am Tatort der Körperverletzung angekommen. So, wunderbar. Alles gut, ich bin da. Ich bin da. Was ist hier los? Ich brauche die Taschenlampe. Oh. Düster hier. Auch wieder drei Leute. Ja, liegen schwer verletzt am Boden, aber sagen gleich, oh nee, ist alles in Ordnung. So, mein Freund. Einmal den Ausweis, bitte. Ja, das wollte ich gar nicht. Hier, bitte. Schicht ist gleich um. Schicht im Schacht hier. So, Kelly. Okay, bitteschön. Er scheint nervös zu sein. Ja, bei dem Anblick, was hier passiert ist, ne?
Ich kenne den Täter. Geil, das ist schön, das freut mich. Ja, wenn du so kriminelle Freunde hast, finde ich gut. So, nein, nein, ist alles gut. Okay, schnell RTW. Ich habe mich jetzt in der Gesuchten Person. Oh Jungs, ganz ruhig, ne? Ganz ruhig, entspannt euch. Zack und zack. So, und dann können sie auch weiter. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ich guck mal eben schnell, ob ich die Person noch finde. In welchem Bereich? Ja, da bin ich ziemlich weit außen. Oh, deine Schicht ist oben. Lass mich in Ruhe. Bin ich jetzt richtig? Ja, ist besser. Bin ich ein bisschen mittiger. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Aber komm, das ist knapp, ne? Ach, da kommt der RTW wieder. Das ist sie nicht. Sie nicht. Ach, die war schon gut mit ihrem roten Blazer. War ein Typ. Das muss sie doch sein. Das könnte sie sein. Oh, warte. Direkt, weil die wird wahrscheinlich wieder abhauen. Ein wunderschön. Ja, verdammt, 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 verdammt. Ey, du bist überfahren. Halt! Polizei! Gott sei Dank. So, einmal den, hier. Ihren Ausweis bitte. Ausweis, aber zack, zack. Hier ist der Officer. Ja, ich hab mich ewig Zeit. Meine Schicht ist um. Sonst kriege ich Minuspunkte. So, Colin. Collins, alles klar, wir haben dich. Zack. Tatort. Ich muss sie festnehmen wegen schwere Körperverletzung. Auf bitte jeden gehen Fall. Sie auf den Bürgersteig. Bitte, nein. Ah, doch, doch, doch. Warte, warte, warte. Aber nochmal durchsuchen. Hände hoch. Wie weit ist das Polizeipräsidium denn weg? Handfeuerwaffe. Oh, jo. Läuft. 201. Und das andere ist mein Wagen, ne? Ja, das ist mein Wagen. So. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Das hoffe ich doch. So, ja, komm, da laufe ich hin, oder? Das ist jetzt nicht so weit. Ja, 600 Punkte. Nice. Zwei Minuspunkte wegen dem blöden Stoppschild. Dieses verdammte Stoppschild. Dieses verdammte Stoppschild. Ich muss hier rüber. Ja, das sieht doch gut aus. Frank, bisschen schneller schreiben. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Wir können weiterfahren, Sie können weiterfahren. Ne? Auf Wiedersehen. Einmal weiterfahren, bitte. Hier wird nicht rumgepimmelt. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Jawohl. Oh, warte. Licht aus. Zack. Licht ist aus. Ich bin da. Hier ist mein Schreibtisch. Wunderbar. Nice. Das waren doch richtig ordentlich Punkte sogar. Für 15 Minuten zweimal schwere Körperverletzung gehabt. Nice. Ja, minus 2, minus 7 Punkte. Das ist ja gar nichts, ist das. Das ist ja gar nichts. 800 Punkte. Aha. Woche ist beendet. Tja, wohin jetzt? Nochmal Downtown oder eher Melting Pot wieder? Oh, jetzt hat er Stress. Also ich glaube, ich werde dann im Wechsel... Ich frage mich wirklich, wann Brixton freigeschaltet wird. Da hätte ich jetzt schon Bock drauf auf eine neue Map. Okay, was haben wir denn hier? Zwei Nachtschichten im roten Bereich dann. Ja, wunderbar. Würde ich sagen, werde ich das doch in der nächsten Folge machen. Bis dahin.